Eine neue Stadt, neues Glück, neue Möglichkeiten. Vielleicht werde ich gucken, ob ich einen Job in der Bank bekomme. Hey du, bist du nicht dieser schmierige Ronny? Warte mal, das ist das Rimjob Johnny? Ja, den kenne ich noch, den habe ich damals 72 um Kies kennengelernt, ne? Da haben wir zusammengearbeitet. Der hat immer für einen Zehner ohne und für einen Zwanni mit Bällchen gemacht, ne? Der war richtig preisgünstig. Warum? Ich meine, ich versuche wegzukommen, ja? Ich gehe woanders hin. Du hast gewonnen, ich gehe woanders hin. Ich baue mir ein neues Leben auf. Und das ist nicht Rimjob Johnny, sondern der schmierige Ronny. Ja, aber Rimjob Johnny, du, der ist doch jetzt auch auf Pattaya, oder nicht? Der, seit 2 Jahren ist er doch in Thailand aktiv. Okay, ich gehe eine Bank ausrauben. Es ist vorbei. Nee. Hey, Sida, sind Sie hier, der Sheriff in der Stadt? Du kannst doch nicht einfach wild auf Leute schießen. Alter! Die ganze Polizeiwache! Junge! Oh nein, da bin ich weiß nicht, ich bin verzweifelt. Ich bin hart verzweifelt. Du lässt mich ja nicht gehen. Geh doch nach Pattaya. Da will ich nicht hin. Außerdem bist du da ja schon da. Ey, die Schrotflinte ist fake. Die ist nicht geladen. Meine geht. Ja, bumm. Ich kann mit meiner nur knüppeln. Hier hab ich noch eine. Boah, Doppel-Shotgun, man. Das ist das chinesische Kartell. Alter, jetzt hast du alle getriggert. Weißt du, ich will hier mal so einen lockeren, angenehmen... Da war ich doch noch gar nicht drin. Ja, die kloppen sich einfach nur aus Freude, oder was? Das thailändische Kartell hat sich die ganze Zeit da vor der Tür schon gekloppt. Das Thai-Kartello. Thai-Kartello. Ja, so nennt man das thailändische Kartell. Hey, hier ist ja gar nichts drin. Geh mal hier rein. Was ist das hier? Der Blue Room. Warte mal, hier sind Unsichtbare, glaube ich. Der eine, da ist unsichtbar mit dem... Der vordere. Der ist bei mir gar nicht vor. Wo? Hier, das Klone. Ich kämpfe gerade gegen die Klonkrieger. Die machen gar keinen Sound. Leben die denn alle noch? Das sind Pimps. Das sind thailändische Superpimps. Thailändische Thai-Pimps. Thai-Pimps. Geister-Pimmel-Essenz. Sie ist zurück. Sie ist zurück. Der Thai-Geist. Guck mal, ich werf dir die Shotgun zu. Du fängst sie und schießt. Ich kann nicht schießen. Ich treffe keinen. Die Leute sind unverwundbar. Nein, nein, hier. Komm, ich werf dir die Shotgun zu. Nice. Fangen Sie Johnny. Oh, wo ist sie hingeflogen? Irgendwo da hinten zur Bullerei. Alter. Sieht das? Ja, die geht noch, die ist noch gut. Nee, die kann man nicht mehr aufheben. Was? Die kann man lupfen hier. Nee, die ist fake. Die ist kaputt. Die ist kaputt gegangen. Wie viele Shotguns liegen denn hier rum? Hier ist eine Knarre. Ah, hier ist noch eine. Die geht. Nimm sie. Bam! Ich habe jemanden erwischt. Oh, er hat seinen Hut verloren. Ich hab ihm den Hut runtergeschotgunnt. Hier! Oh, komm mal hier in der rein. Ecke! Vorsicht, hinten in der Ecke! Jetzt ist sie wieder weg! Nein, sie liegt da hinten! Fake Gun! Wieder weg! Oh, ich bin fast tot! Lass dich doch nicht lunzen, Bengel! Hier, jetzt ist sie hier direkt da bei dir! Da ist der Pimmel-Essenz! Geht's hier? Da sind noch 2 Schuss drin! Bam! Geschmäckelond hab ich sie! Alter, Schmecklon 3000! Ja, hau sie um. Ich weiß nicht, ob die Leute sterben oder nicht. Die sterben. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn da drin? Warst du schon hier in der Turnhalle im Forum oder was? Alter, hier sind 2 Nackte, ein großer und ein kleiner. Die rimdroppen sich gegenseitig mit Butter. Alter, guck mal da hinten. Oh mein Gott, hier ist der Thai-Pimp-Room. Der Butterjob. Oh, ich kann Leute wieder verletzen. Ich hab nichts an Leben. Ja, kann wieder Leute. Wahrscheinlich muss ich immer fast tot sein. Dann funktioniert dein Spiel wieder. Ich höre nur Klatschen, es klingt wie in einer Männersauna. Dong. An einem Alles ist Dong. Möglich Mittwoch. Ja, hier sind auch Nackte, ein großer, ein kleiner. Ja, ja, hier ist alles los. Kann es sein, dass hier das offizielle Nippelzwicken ist? Hier ist wieder eine Shotgun, aber die ist auch empty. Ich bin doch der Einzige, der hier Kills verursacht. Das Eben ist doch mal realistisch. Nee, ich bin die ganze Zeit hier am Rennen, aber ich habe ja nichts mehr. Ich hab keine. Boom, hast du gesehen? Ja, da, ein so ein Geräusch. Jetzt pass mal auf. Bam! Da ist ja einer wieder in Elektro. Wow, Alter, da droppen die Frames, ha? Huh? War das ein Kopf oder ein Schwein? Was ist da hergeflogen, Alter? Es war ein Schwopf. Ein Schwopf, ein Schweinekopf. Alter, ein Schwopf. Sie haben Schwopf. Ihr Schwopf ist ganz schön entzündet. Herr Doktor, was stimmt mit mir nicht? Seit Wochen habe ich Schmerzen. Ihr Schwopf ist geschwollen. Sie sollten dringend mal einen Proktologen aufsuchen. Achtung! Boom! Das ist mein Freund Heinz. Ich bin eine Maschine. Der ist Proktologe. der hat ja nicht mal einen Doktortitel. Der ist auch Hobby-Proktologe. Aber der kann was.
Hobby-Proktologe. Hobby-Proktologe. Du, der hat bei uns im Dorf in der Männersauna die Analduschen hat er entworfen. Oh, so eine Analdusche ist aber auch nicht ungesund. Ab und zu mal ein bisschen das Backdörchen durchquackeln. Bisschen Bleaching. Na, so eine gebleachte Rosette ist ja schon was Feines bei Frauen. Ladies, es lohnt sich. Aber hier euch dahin mit. Und vorher aber Kaltwachsbehandlung. Mit Archer. Das ist eine ganz milde Bleiche. Ohne Chlor. Ja, mit Chlor ist halt, brennt, ne? Außerdem wird die dann zu trocken. Das zieht das ganze Fett raus. Und so eine Rosette muss ja geschmeidig bleiben. Sonst funktioniert das ja alles nicht. Das ist ja ein Männerspielplatz. Obwohl Frauen da ja auch ganz gerne rumspielen. Also von daher. Also mittlerweile, ich finde 2018, sage ich immer, ist das Jahr des Polochs. Ja, weiß ich nicht. Also die Anal-Games sind so groß wie noch nie. Guck mal, die da hinten, die wissen Bescheid. Guck sie dir an. Das ist Anal-Game. Der Kleine gibt dem Großen. Ich sag ja, das ist das offizielle Nippelzwicken. Zwickauer Nippelzwicker. Zwickauer Nippelzwicker? Oh mein Gott, ist das der Chef? Ist das Mr. Donde? Der ist der Bibliotheker. Das ist der Safe da hinten. Vor allen Dingen war ich schon in dem Raum drin, bevor ich den Knopf gedrückt habe. Ja, weil du ja auch wieder hackst. Da hat man es doch eben gerade. Bumm, zwei Nackte gekillt. Da hat man es doch eben gerade wieder gesehen. Während ich hier. Also, ist wie mit deinem Run da bei 9 Zombie-Modus Feuer. Hast ja gehört. Profis sagen, ist nicht official. Profis sagen, ist nicht legit. Profis sagen, ein legit Run kann man damit aber nicht machen. Nee, ist nicht legit. Sehe ich genauso. Also, das juckt mich aber ein Scheiß. Ich habe das Easter Egg entdeckt, aber ich glaube, du hast es gemacht, ohne es zu wissen, ne? Ja, jetzt heißt wieder, ich hab's ausgelöst. Ja, weil du musst irgendwie mit Fallen bauen und sowas. Ich habe in dem. Ich habe auf 9 habe ich einmal in meinem Leben eine Falle gebaut, glaube ich. Und das war in einer Private Gummi Session. In einer Private. Private Rubber Session. Ohne Hoden-Session. Also diese Boxer, diese extrem verzweifelten Boxer. Wo ist denn die Fortnite-Tüte, wenn man sie mal braucht? Ich weiß auch nicht, Alter. Ich hab schon lange nichts mehr gehört. Der Urban Legend. Kann schon wieder niemanden killen, glaube ich. Hä? Ist einfach hier stecken geblieben. Okay, wir müssen aufpassen. Das ist gefährlich. Das ist Danger Zone, ja. Ja. Was ist denn hier mit den Piraten, ey? Alter, ich hab den mit halbiert. Mit meinem Power-Schlong. Power-Schlag! Meinem Penis spaltete ich ihn auf in mehrere Teile. Mit dem Schlong aufgerissen, hat der gestern sich nur noch eingeschissen. Das kann auch passieren, ne? Wenn du da eine ordentliche Dampfverzweigung kriegst irgendwie. Ach, Analverkehr ist doch harmlos. Klopft hier, es klopft, aber sie kriegt keinen Schaden, obwohl ich sie klopfe. Anal ist harmlos, was soll da schon passieren? Brichst zusammen und verblutest, weil dir jemand einen Riesenlörres hinten reingeknüppelt hat? Ja, manchmal ist es schon vorgekommen in der Welt. Das ist, glaube ich, Todesursache Nummer 3 in Thailand. Da oben war ein Katana auf der Lampe? Ich bin gerade eben, ich hab nichts mehr, also ich tanze und... Ich hab auch voll Energie, aber ich kann niemanden verletzen. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, du bist... Durch die Cheats hast du das Spiel gecrashed. Ja, aber die können mich verletzen. Och komm! Guck mal, die können mich aber verletzen. Ja, und ich bin tot. Siehst du hier? Jetzt muss ich mich ja sterben lassen. Ja, jetzt muss es sich wieder sterben lassen. Der Schwarze wollte einen Bussal. Ein Bussel? Der wollte einen Bussal haben, hä? Hey, Bussal mich nicht hier. Ach du heilige Kacke. Hey, was Bussal ist? Ey, da gibt's irgendwie noch einen Keller. Da gibt's noch so einen Liebeskeller. Hey, wir waren fast durch, aber da unten ist auch so ein Liebeskeller. Aber waren da noch Leute drin und haben Liebesspiele gemacht? Ich könnte mir vorstellen, dass da Love Games. Love Games in the Underground. Wir sammeln die jetzt alle schön. Ja, da gibt's kein Sammeln. Wenn du hier loslegst, kommen die eh aus ihren Löchern. Siehst du jetzt schon? Und jetzt BAM! Aber hier so, guck mal, die. Zack! Jetzt schon aggressiv gemacht. Ja, aber guck mal, wie viele jetzt schon tot sind. Ja, tot würde ich jetzt auch nicht sagen. Das ist so ein Zustand in einem Videospiel. Nee. Die Thai-Boys kommen ja schon raus. Pepper McSchwanson. Einige sind aber auch Pepper McSchwanson und sterblich hier. Würde ich jetzt nicht behaupten. Thai fights on the street. 1, 2, 3. Alter. Alter. Der Mann rasiert. Da fliegen Körper um mich rum. Da wird gewirbelt und geschwirbelt. Schäferboy. He's just a Schäferboy.
Alter, hier die Bam. Nackten. Warum kämpfen die Nackten gegen die Nackten? Bekämpft euch doch nicht untereinander. Und hier, Rimjob Johnny räumt ja auch noch richtig auf. Nudistenclub Passau. In Passau gibt's sowas wahrscheinlich wirklich. Überall Nudistenclubs, Alter. Nee, bei uns in der Region nicht. Wir sind eine sehr brüde Region. Ja, trotzdem. Wir sind eine sehr, sehr brüde Region. Gerade da, gerade in den brüden Regionen, da treffen sich die Nudisten immer, um ihre Schlongs zu schwingen. Nee, das ist eine ganz langweilige Ecke. Aber warum sind Nudisten nie geil? Ist immer so Menschen, wo man denkt, ach, muss es bei dir denn sein? Tut dir doch ein anderes Hobby, weißt du so? Und niemand sagt, oh geil, guck dir mal die zwei scharfen, da, schwarzen. Jetzt musst du wieder alleine Nudistin überleben, zwei da hinten Minuten. Aber ich kann schon wieder irgendwie niemanden verletzen. Egal, ich bin gerade voll im Modus. Ich bin voll im Time-Modus. Aber was ist denn das immer? Jedes Mal habe ich plötzlich irgendwie keine Berechtigung mehr, Leute zu töten. Ja, weil, guck mal, das liegt daran, du nutzt halt irgendwelche nicht legalen Hacks, ja? Du hast einfach irgendwelche Packet-Loss. Packet-Loss? Nee, das sind einfach die Pakete, die du verwendest, die... Stößt der offizielle Painted Town Red Legit Server ab, ja? Verprüft das, ist das legit? Kann man das gelten lassen? Ist das eine official Runde? Guck mal, hier oben steckt auch noch ein Katana. Oh, warte, hier liegt eine Pistole, aber die ist kaputt. Oh, guck mal hier, ich bin ja schon fast durch. Oh, geht's hier in den Liebeskeller? Nee. Irgendwo gibt's einen Liebeskeller. Guck mal, jetzt habe ich einen schwarzen Piraten getötet. Das sieht doch gut aus. Ich glaub, Teile von ihm sind gerade hier hergeflogen. Guck mal, hier ein Boxer. Jetzt hier ist noch so ein großer Knastbruder. Ab und zu mal reinsmiten. Das ist die Essenz der Liebe. Boah, wie der explodiert ist, Alter. Hier der Liebeskeller? Liebeskeller. Hier liegen noch jede Menge Stöcke. Liebeskeller. Stock. Ach, Stock. Die wollen einfach nicht gegen mich kämpfen. Die sagen, nö, wir ignorieren dich. Auch physischen Schaden ignorieren wir einfach. Da fliegen wieder Nackte rum. Ja, ich kämpfe halt. Lässt man die zwei Minuten alleine. Fliegen über nackte Menschen. Ich bin halt jemand, der sehr aktiv ist in der Szene. Nacktiv. Also hier ist nichts drin. Vielleicht kann man hier irgendwie noch nach oben. Weil da oben ist noch was drauf, irgendwie. Also irgendwo gibt's noch irgendwas. Um das jetzt mal ein bisschen genauer zu formulieren. Irgendwo gibt's irgendwas. Irgendwo gibt's irgendwas, aber ich weiß nicht wo und ich weiß nicht was. Nee, aber da geht's nicht mehr rein. Joi. Heute der große Kampf, Ronny Eisenfaust. Ich habe hier dieses tolle Boxerplakat. Ronny die Eisenfaust, Stahlmann. Ich brauche eine Waffe. Hier liegen noch Pimpstöcke. Ich habe einen Pimpstock. Willst du den haben? Ich kann ihn eh nicht benutzen. Da liegt er. Hier liegt eine Axt. Die nehme ich mal. Ist eine Axt gut? Ach so. Dann nehme ich mal einen Pimpstock vor. Oh nein, ich kann meinen Pimpstock nicht mehr aufheben. Ist verloren, Filmer. Hier ist ein neuer. Wow, Alter, der hat mich fast gekillt. Es sterben Menschen. Ja, wenn ich da bin, sterben immer Menschen. Hast du das geheime Loch gefunden? Ah. Oh. Dann lass den Säbel los! Fitness hier mit Basketballplatz! Alter! Ich habe eben gerade hier so einen Pimpstock auf so einen Riesen geworfen. Das ist aber gut getarnt, wenn du hier so gerade drin stehst im Raum, siehst du kaum, dass es da noch durchgeht. Hier, guck mal, wo bist denn du? Ich bin hier in dieser großen Turnhalle. Oh, hier ist gerade so ein sehr, sehr großer, starker, muskulöser Mann. Ein bisschen Schiss, dass der mir auf die Fresse gibt. Das ist jetzt eher nicht so gut hier. Das ist jetzt eher nicht so gut, ne? Ich hab keinen Bock jetzt zu sterben. Hier rein. Dann hinten rein und jetzt links ist, siehst du, hier links. Da. Oh, wow, das siehst du ja gar nicht. Optische Täuschung. Oh, das ist eine optische Täuschung, ne? Täuschung? Ja, das ist eine optische Täuschung. Täuschung. Aber ich kann niemanden verletzen. Hä? Ich hänge in der Ecke. Oh, er ist tot umgefallen. Ich hab mich verbuggt. Spring, duck dich. Ich kann nicht. Dreh dich. Spring, drück dich. Geht gar nix. Bring den! Nee, geht nix! Was ist da los? Wo hängst du hier fest? Alter! Mit dir denn nicht in Ordnung? Wo bin ich? Nein, das gibt's doch nicht! Muss ich alles von hier aus töten? Ich lock sie alle hier rein! Ich lock sie hier rein! Nein!
Hey, du da. Hey, was ist mit ihm? Sag mich. Komm. Ich bin tot, so gut wie tot. Ja. Mann. Oh, Mann. Da war nichts mehr am Leben, oder? Kaum noch. Ich würde sagen, es zählt als bearbeitet. Ja, guck mal, Alter, hier sind, eigentlich sind die alle kaputt. Eigentlich, ich kann leider nichts mehr anrichten, weil niemand, die ignorieren mich einfach. Die wollen dich nicht. Die sagen, buh, ohne Kreis, buh. Alter, einer ist da oben aufs Dach geflogen. Der kommt doch nicht mehr wieder, oder? Warte mal, ich schau mal. Dann bring dich mal um. Versuch's ja. Das nicht? Alter, er ist wieder der Geistermann. Fang doch die Schläge ab von jemand anderem. Ja, ich versuch's. Hallo, ey, jetzt hat sich hier so ein Nackter dazwischen. Und jetzt kommt auch noch ein schwarzer Knastbruder dazu. Ja, die 5. Leute, ich würde sagen, hier ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten spektakulären Map wieder. Ich bin der Beste, ich bin der Beste. Leg dich nicht mit dem Besten an. Okay. Wir haben da noch ein paar richtig heiße Eisen im Ofen. Richtig, wenn ihr die sehen wollt, ihr kennt's ja, ne? Eine Bewertung da lassen. Der Traum von den 2K, er ist groß, aber vielleicht irgendwann mit etwas Glück. Eines Tages. Na gut. Wenn Kies alt ist. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.